Es gibt wohl wenige, die Tim und Struppi nicht kennen. Den rothaarigen Reporter, seinen Foxterrier und ihre Comicgeschichten. Auch der amerikanische Starregisseur Steven Spielberg gehört zu den Fans. Und zwar schon seit 30 Jahren. Da drehte er gerade den Film E.T. Spielberg rief den Zeichner Hergé in Brüssel an, um die Filmrechte zu bekommen. Hergé starb wenig später und es dauerte fast 3 Jahrzehnte, ehe der Tim und Struppi-Film heute Weltpremiere hatte. Swantje von Massenbach. Struppi, sieh dir das an. Die Einhorn. Das ist ein ganz besonderes Exemplar. Was kostet das Schiff? Ich verkaufe es nicht. Kaum hat Tim das Modellboot gekauft, befindet er sich schon mittendrin in einem fantastischen Abenteuer. In dem Modell ist ein Hinweis versteckt. Auf einen der größten Schätze der Menschheit. Den zu finden, reisen Tim, sein Hund Struppi und sein Freund Captain Haddock um die halbe Welt, müssen geheimnisvolle Rätsel lösen und werden dabei ständig gejagt von ihren Verfolgern. Hergé, der Erfinder von Tim und Struppi, hat wirklich alles, was einen wunderbaren Geschichtenerzähler und Cineasten ausmacht. Eigentlich war er ein Filmemacher, nur dass er keine Kamera hatte. Das Besondere an diesem 3D-Animationsfilm, alle Szenen wurden von echten Schauspielern gespielt und nachher in einem speziellen Verfahren digital animiert. So entstehen Bewegungen, die bei einem normalen Animationsfilm nicht möglich sind. Mit dieser Art der Umsetzung wollte Regisseur Steven Spielberg dem Erfinder von Tim und Struppi eine Ehre erweisen. Geworden ist daraus eine gelungene Mischung aus Comicheft und Kinofilm. Was machen Sie da? Ein kleines Feuerchen. In einem Boot? Das ist ja ein schöner Schlamassel. Ein rothaariger Reporter und ein kleiner weißer Hund. Mehr brauchte der belgische Comiczeichner Hergé nicht, um berühmt zu werden. Mit den Geschichten von Tim und Struppi. Auch Regisseur Steven Spielberg ist bekennender Fan. Und das hatte Folgen. Tim und Struppi kommen jetzt ins Kino. Heute war Premiere. Und zwar nicht in Hollywood, sondern in der Heimatstadt der beiden Helden und ihres Schöpfers in Brüssel. Auf einem Trödelmarkt beginnt die Geschichte. Hier findet Tim ein altes Schiffsmodell. Sieh das an. Die Einhorn. Doch kaum gekauft, geht der Ärger schon los und damit eine aufregende Verfolgungsjagd. 30 Jahre hat der Amerikaner Steven Spielberg gebraucht für die Umsetzung der Geschichte des belgischen Comichelden und seines geliebten Vierbeiners Struppi, der anders als im Comicheft im Film nicht sprechen kann. Auch als Hergé nicht mehr lebte, haben wir uns immer vorgestellt, er wäre da und würde keine von unseren Ideen richtig gut finden. Es ist eine Ehre für uns, dass wir Tim und Struppi wieder heimgebracht haben. In der Comicstadt Brüssel wurde Tim geboren, für die Belgier keine Frage also, dass die Weltpremiere hier stattfinden muss. Für viele ist Tintin, wie man ihn auf Französisch nennt, ein echter Held. Die Premiere läuft in 12 Kinosälen parallel. Reales Schauspiel wurde mit digitaler Animation verschmolzen, wirkt darum manchmal wie aus dem echten Leben und manchmal wie aus dem Comicheft. Archibald Haddock. Der Film ist einfach großartig. Ich finde ihn wunderbar. Jeder muss ihn sehen. Es ist ein echt guter Film. Tout le monde aille le voir parce que c'est un très bon film. Und auch ein Zug wird noch schnell nach den Comichelden benannt, bevor Spielberg weiterreist nach Paris. In Deutschland sind die Abenteuer von Tim und Struppi ab kommenden Donnerstag zu sehen. Charles Lindbergh schafft den Sprung über den Atlantik, nonstop von New York nach Paris. Die Entfernung von Kontinent zu Kontinent schrumpft im Zeitmaß. Zwei Jahre später, 1929. In den USA feiern Tarzan und Buck Rogers ihren Auftritt. Und in Brüssel startet einer der erfolgreichsten Comics Europas. Tintin, zu Deutsch Tim und Struppi. Der belgische Zeichner Hergé schickt mit Tim einen Journalisten auf Weltreise, der nie eine Zeile veröffentlicht. Doch er könnte der direkte Vorfahre heutiger Drogenfahnder sein. Tim und sein Foxterrier Struppi haben Drogenhändlern und Waffenschiebern den Kampf angesagt. Die Comicfigur bleibt über 50 Jahre ihres Zeichentricklebens ewig jung. Ein Zeitzeuge historischer Orte und Ereignisse.
Hoppala. Und das einem Helden. Aber der riskiert keine Hinterbliebenen. Tim hat weder Verwandte noch Vergangenheit. Nur sein Weltbild lässt zu wünschen übrig. Es hängt an manchem Vorurteil. Ein Wort zum Comic als Kunstwerk. Mit Tintin hat der Belgier Hergé einen neuen Zeichenstil geboren, die sogenannte Ligne Claire. Die Zeichnungen bestehen aus mehreren Pausen in matten Farben, die sich zu einem klaren, einfachen Bild ergänzen. Jede einzelne Szene ist ein Stück Kunst für sich. Hergé unterstreicht die Realitätsnähe seiner Comics, indem er Geschichten rund um Tim und Struppi an realen Schauplätzen mit realen Gegenständen und Personen inszeniert. Hergé erwirbt sich den Ruf eines einfühlsamen Karikaturisten von Personen, gesellschaftlichen Tendenzen und politischen Systemen. Am Tage nach dem Tod des Comic-Künstlers Hergé ehrt ihn die französische Zeitung Libération auf besondere Weise. Alle Nachrichten sind im Stil der Tintin-Comics bebildert. Rückblick aus der Sicht des Sohnes. Auch er nennt sich wieder Vater, nur schlicht Hergé, ohne Vornamen bitte. Tim und Struppi bieten immer eine amüsante und eine skeptische Betrachtungsweise der Welt und ihrer Ereignisse. Einem ernsten Teil in der Geschichte folgt unmittelbar ein Lächeln. Es ist vergleichbar mit dem Tag, der auf die Nacht folgt, vergleichbar mit einer Münze und ihren beiden Seiten. Sie sind unzertrennlich, obwohl völlig verschieden. Wie ernst eine Sequenz auch sein mag, es folgt ihr direkt ein lustiger Teil. Tim und Struppi landen als Erste auf dem Mond. Rund 30 Jahre vor den amerikanischen Astronauten. Und wer weiß, welcher Raumfahrer in seiner Jugend vielleicht heimlich Tintin gelesen hat.